muss mein Kind unbedingt teilen? Oder wie bringe ich meinem Kind das Teilen bei, wenn es denn sein muss? Hallo, ich bin's, Christa von Kita und Family Coaching, und heute geht es um das Thema Teilen oder nicht teilen? Und wenn teilen, wie kann ich es meinem Kind gut beibringen? Immer wieder kommen Eltern auch auf mich zu und fragen, muss mein Kind überhaupt teilen, und dieser schreckliche Konflikt, und wie gehe ich damit um? Grundsätzlich kann man sagen, dass das Nicht-Teilen erstmal angeboren ist. Kinder verteidigen ihren Besitz, das war schon so in der Urzeit, das ist ganz wichtig, das zu können. Andererseits haben wir heute eine Gesellschaft, die es erwartet, dass Kinder teilen, dass Menschen nachher teilen, und wir Eltern haben auch den Wunsch, dass unser Kind nachher in einer Gruppe beliebt ist und auch teilen kann und nicht als Egoist dasteht. Also, was können wir tun? Wir müssen erstmal wissen, dass Kinder von 1 bis 3 Jahren erstmal mit ihrem Ich beschäftigt sind. Sie erleben sich als Mittelpunkt der Welt, und alles, was zu ihnen gehört, gehört wirklich zu ihnen. Es gehört ihnen nicht nur, es ist ihre Puppe, also gehört die Puppe zu ihnen. Es ist ihr Spielauto, also gehört das Spielauto zu ihnen. Und das gilt es zu verteidigen, so als würden sie auch ihr Liebstes verteidigen. Also ist es verständlich, dass das Kind es nicht hergeben will. Es ist kein böses Motiv. Und darum geht es. Es geht um das Verständnis. Es geht darum, dass das Kind Verständnis von Ihnen als Mama oder Papa erfährt. Das heißt, hier ist wieder der Satz der Annahme gefordert. Ich sehe, das Spielzeug ist dir ganz wichtig und es fällt dir schwer, das jetzt herzugeben. Das kann ich gut verstehen. Das ist wirklich schwierig. Und dann auch das Kind darin zu unterstützen, eine Lösung zu finden. Wenn das Kind von Mama oder Papa so viel Verständnis und Annahme erfährt, ist es für das Kind auch leichter, Verständnis für das andere Kind zu entwickeln. Ab 3 Jahren können die Kinder das wirklich schon lernen und sagen, das andere Kind möchte das auch mal haben. Aber dafür braucht es den Background, selber immer verstanden und angenommen worden zu sein. Und dann kann mit dem Kind eine Lösung gesprochen werden. Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, sowas auch präventiv anzugehen. Das heißt, als meine Kinder klein waren und ich wusste, es kommen andere Freunde zu Besuch, die auch kleine Kinder haben, oder auch Freunde vom Spielplatz, von der Spielgruppe, dann wusste ich, es wird mit einigen Teilen schwer werden, an denen besonders das Herz meiner Kinder hängt. Und so habe ich das vorher mit ihnen besprochen. Wir haben die Spielzeugkiste genommen und sortiert. Das möchtest du nicht teilen, das ist okay. Und das kommt in die Kiste von den Sachen, die du heute auch teilen kannst. Und so haben wir 2 Kisten sortiert. Und die Kiste mit den Dingen, die das Kind heute nicht teilen wollte, die wurde eben nicht zum gemeinsamen Spiel angeboten. So hat das Kind gelernt, dass ich es verstehe, dass ich es annehme und dass sein Bedürfnis nicht purer Egoismus ist, sondern nachvollziehbar ist und auch von der Mama unterstützt wird. Und so gab es dann wenig Probleme bei den Sachen, die noch frei waren zum Teilen. Manchmal gibt es Kinder, die wollen gerne alles in die Kiste tun zum Nicht-Teilen. Und da muss ich dann versuchen, Einfluss zu nehmen, sagen, versteht auch mal die anderen Kinder, sie brauchen auch etwas zum Spielen. Ein paar Teile solltest du dort schon in die Kiste legen. Zur Kiste kann ich auch noch sagen, wir haben eine Schatzkiste angelegt. Jedes meiner Kinder hatte ein Regal über dem Brett mit einer eigenen Schatzkiste. In diese Schatzkiste kommen Gegenstände, die überhaupt nie geteilt werden wollen, an denen das ganze Herz hängt oder denen den Kindern gerade in dieser Phase ganz wichtig war. Und da wussten sie, da ist es geschützt, an die Schatzkiste darf keiner rangehen. Das ist meine Kiste und meine wichtigen Dinge sind da drin. Wenn Sie mit Ihrem Kind so eine Schatzkiste basteln, das macht viel Freude, die Gestaltung und Glitzer drauf und den Namen drauf, die sind sehr stolz auf ihre Kiste. Kann ein alter Schuhkarton sein. Ja, und diesen schwierigen Spagat zwischen ja, Kooperation und Egoismus, also ein gesunder Egoismus, für sich zu sorgen, um das zu schaffen, brauchen die Kinder eben vor allem Mama und Papa als Vorbild. Das heißt, ich selber zeige auch, wie ich teile, wie ich Dinge hergebe, und ich selber sage auch, zum Beispiel bei meinem Handy, was mir ganz wichtig ist, das teile ich nicht, das ist von mir, das möchte ich beschützen und darauf aufpassen, und das gebe ich nicht her. Und dann lernen die Kinder in der Liebesbeziehung zur Mama, aha, es ist legitim, Nein zu sagen, und sie müssen das Nein respektieren. Bei ihren Dingen bekommen sie ja auch von mir die Unterstützung, Nein zu sagen und das Liebste zu schützen. Und so erfahren sie es dann bei sich selber auch. Und das geht dann weiter, dass wenn sie von anderen Kindern etwas haben wollen und hören dort ein Nein, können sie es auch viel besser respektieren, weil sie wissen, ihr eigenes Nein ist ja auch legitim und wird respektiert. So sind wir also Vorbild, und es hat eine große Bedeutung, dass wir den Kindern zeigen, teilen ja, aber auch mal Nein sagen ist vollkommen gut und richtig.
unterscheide und versuche, Verständnis für die anderen zu entwickeln, so wie ich jetzt Verständnis für dich habe. Ja, vielleicht probiert ihr das mal aus, vor allem mit der Schatzkiste, das macht Spaß. Bei Fragen einfach in den Kommentar schreiben. Wenn ihr das Video mögt, liken. Ich freue mich über euch. Ciao, bis zum nächsten Mal. Christa Kita und Family Coaching.